Xbox, diese Buchstaben lassen Gamer-Augen auf der ganzen Welt erstrahlen. Am Institut für 4D-Technologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch wird die Spieltechnologie vom US-Software-Gigant Microsoft jetzt für die Bankenindustrie nutzbar gemacht. Kinect, eine Hardware-Komponente aus dem Xbox-Universum, liefert der Doris Agutay und ihrem Team nämlich die Daten, die sie für den Betrieb von einem digitalen Apparat für die Beratung im Bereich Hypothekarkreditwesen benötigt. Der Beratungsprozess. Früher war es ja so, dass der Kunde gekommen ist und ein Berater gegenüber sitzt. Der Berater ihm erklärt, aufskizziert, was zum Beispiel jetzt Finanzierungsmöglichkeiten, Hypothekarmodelle in dem Fall sind. Und zum einen hat das Gespräch sehr hohe Qualität und gleichzeitig fehlen aber Möglichkeiten zur Visualisierung und zur Simulation. Und aus dem heraus hat man dann Tools entwickelt, zum Beispiel Tablet-Applikationen, die Simulationen machen können, die auch dann im Gespräch eingesetzt worden sind. Die hatten den Nachteil, dass die Leute plötzlich nur noch auf die Geräte geschaut haben, dass sie gar nicht mehr quasi mit dem Berater im Gespräch waren. Und die Idee von LifePaper ist jetzt, dass man wie die Vorteile aus der realen Welt verbindet mit den Vorteilen von der Digitalisierung und eigentlich wie so eine hybride Umgebung baut, wo die Vorteile aus beiden Welten miteinander verbindet. Besonders stolz ist die Informatikdozentin auf die Entwicklung der sogenannten Tracking-Software. Sie ermöglicht, dass der Computer normale Fingerbewegungen auf einem Tisch erkennt. Möglich macht das einen Mix aus Infrarot- und herkömmlichen Kamerabildern, wo der Computer in Bewegung umrechnen kann. Damit befinden sich Agutay und ihr Team auf Augenhöhe mit den Forschern vom Technologiekonzern Sony. Die Japaner wollen demnächst einen Projektor von der Serie Xperia mit ähnlichen Funktionalitäten auf den Markt bringen. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber die Fragestellung dahinter ist schon über 20 Jahre alt. Calm Computing ist ein Begriff, der in den Mitte 90er Jahren, 95, von Mark Weiser propagiert worden ist. Er hat eigentlich so ein Manifest geschrieben, wo er verschiedene Forderungen gestellt hat. Er hat eigentlich beobachtet, wie Informationsdichte laufend zunimmt, wie die Aufmerksamkeit sehr stark fokussiert wird und Leute zum Teil einfach ablenkt, anstatt dass die Leute durch die digitale Technologie unterstützt werden. Und in dem Sinn ist für mich das Calm Computing auch so ein bisschen ein Band für den Slow Food, der im Moment so propagiert wird, einfach jetzt im Bereich der Informatik. Nötig für das Projekt sind vor allem auch Erkenntnisse im Bereich virtuelle Realität, Computergrafik und Interface-Design gewesen, wo man am Institut für 4D-Technologien in den vergangenen Jahren gemacht hat. Immer spielen dabei die Prinzipien vom Calm Computing oder von sogenannten nicht-invasiven Technologien eine Rolle, wo der Nutzer mehr leiten als ablenken sollen. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass Leute zum Teil über 150 Mal pro Tag auf ihr Smartphone schauen, entweder weil eine Push-Nachricht reinkommt oder weil eine könnte reinkommen sein, die man dann verpasst hat. Und das absorbiert unglaublich viel Aufmerksamkeit. Also ich denke, es sind schon Technologien, die auch das Verhalten stark verändern. In Windisch wird also durchdekliniert, wie das Gaming für die Banking-Industrie funktionieren könnte. Ob das LifePaper die Augen der Banker wie Xbox die der Gamer erstrahlen lässt, wird sich zeigen. Die Erstmaschine soll ab 2018 bei der Hypothekarbank Lenzburg in Betrieb genommen werden und damit den Praxistest antreten.